Moin moin miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Neverwinter. Ja, ihr seht mich hier in meinem Paradekostüm quasi. Das hat aber eigentlich nichts weiter zu bedeuten. Was machen wir heute, ist die viel interessantere Frage. Ja, und heute habe ich was Besonderes vor. Und zwar, ich wurde angeschrieben von dem netten Ice Game Freak. Der hat mich halt online erwischt und hat mich gefragt, ob ich nicht mal seine Foundry anschauen möchte. Und das werden wir heute tun. Man findet sie hier unter dem Reiter zum Bewerten. Und falls sie dann hier nicht direkt auftaucht, kann man einfach mal reinschreiben Krypta. So, das machen wir mal. Und einmal suchen. So, das hier ausschalten. Und da haben wir sie schon, ne? Von Ice Game Freak. Die Krypta des Königs. So, viel wurde sie noch nicht gespielt, ist halt gerade neu und ist wohl seine erste. Wir lesen mal kurz, was hier steht. So, in der Krypta des Königs, in Baldur's Gate, hohoho, sind Teufel eingefallen. Sie wollen den Leichnam des Königs von Baldur's Gate auferstehen lassen, um ihm die Führung für die Legion übernehmen lassen. Welche die Stadt überrennen soll, ihr müsst sie aufhalten, bevor es zu spät ist. So, das ist meine erste Foundry. Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. Na, wir werden mal sehen. So, Quest wurde komplett überarbeitet. Schwierigkeitsgrad für unter Level 60. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Wie andere Mobs in den Story-Gebieten. So. Und das hier ist schon mal etwas, was ich sehr schön finde. Schwierigkeitsgrad für Level 60. Also 5000 Gearscore bis 7000. Herausfordernd. 7000 bis 9500. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. 9500 bis 11000. Einfach. Und über 11000, man kann die Quest innerhalb weniger Minuten durchspielen. Naja, Durchschnittsdauer 16. Bei mir wird es wahrscheinlich länger dauern, wie immer. Aber ich gucke mir ja auch alles ganz gerne genau an. So, theoretisch, mein Gearscore ist, na, ihr seht es hier, 13.471. Von daher müsste ich diese Quest eigentlich ganz locker solo meistern können. Ja. Von daher würde ich mal sagen, ab in die Krypta des Königs, oder? Ja. Ah, sehr schön, wie man hier sieht. Es laufen sogar die Foundries, das heißt noch 22 Minuten. Mal gucken, ob wir da also extra Experience kriegen. So, einmal kurz in die Battle-Ausrüstung. Und zack, los geht's. So, wo findet man die? Man findet sie hier. Baldur's Gate. Na, bin mal gespannt. Klicken, um nach Baldur's Gate zu reisen. Zack. Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Erste Foundry von Ice Game Freak. Wie immer bei Foundries, es dauert ein bisschen länger. Aber, na gut, so ist das halt. Ich denke mal, die ganzen Daten werden jetzt erstmal vom Server geladen. Ja. So. Okay, wir sind in Baldur's Gate angekommen. Und als allererstes laufen wir nicht nach vorne. Nein, ihr kennt mich ja. Ich laufe erstmal hier nach hinten und zur Seite. Gucke, wie das Ganze hier so gemacht ist. Hallo ihr da, kommt doch mal her. Ja, Johanna flirtet bereits mit uns. Okay, hier haben wir eine Wand, da kommen wir nicht durch. Aber hier. Nein, hier kommen wir auch nicht durch. Na, okay. Hier auch. Dann also bereits mein allererster Verbesserungsvorschlag an Ice Game Freak. Ich würde die Berge ein bisschen näher setzen, damit die Berge praktisch ein Tick vor der unsichtbaren Wand sind, damit das ein bisschen realistischer ist. Ne? Oder hier, hier vorne den Zaun irgendwie ein bisschen höher machen oder sowas, dass man da nicht durchkommt. Weil so ein Zaun lässt sich ja normalerweise locker überspringen und es macht ja den Eindruck, als wenn man da hinkommen könnte. Okay. So, ein hübsches Feld oder ein Brunnen.
kann man die Helligkeit einstellen? Ich finde es nämlich gerade ein bisschen sehr hell mit der Sonne hier. Wobei, da kann man sich auch drüber streiten. Man könnte jetzt auch sagen, okay, es ist ganz früh am Morgen und die Sonne scheint uns ein bisschen in die Augen und dann ist das halt so, ne? Dann könnte man sagen, ja, so Adeliger, ein Adeliger, ein Adelige. Bisschen ruinenhaft, ne, das Ganze. Also jedenfalls hinter den Häusern. Okay. So, jetzt aber, Johanna. Lass uns flirten. Ah, ihr müsst der Held sein, über den schon so viel erzählt wurde. Ihr müsst uns helfen. Die Krypta des letzten Königs von Baldur's Gate wurde von Teufeln eingenommen. Okay, ich werde euch bei eurem Problem helfen. Nein, ich habe keine Zeit dafür. So, was passiert da? Zack, na gut. Dann ruft sie uns weiterhin. Ja. Okay, ich werde euch helfen. Vielen Dank, der Eingang der Krypta findet ihr in den... Na, es ist eine Frau, ne? Vielen Dank, den Eingang der Krypta findet ihr in den alten Schloss. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Zeit ist Geld. Ja, Zeit ist Geld. Wie viel Geld kriegen wir denn für unsere Zeit? Gott sei Dank, Neverwinter hat uns seinen besten Abenteurer geschickt. Wir haben ein riesiges Problem. Die Gruft des Königs wurde von Untoten und Zombies eingenommen. Helft uns! Ich weiß nicht, ist das nicht zu viel für eine Person? Na gut, ich werde es versuchen. Man kann immer wieder mit dir sprechen, ne? Na gut, ich werde es versuchen. Okay. Zack. Zack. Sind das Wachen oder sind das... okay, hier kommt man auch nicht weiter. Ja. Ja, die Sache mit den unsichtbaren Wänden. Ich würde das ein bisschen feintunen, dass man hier vielleicht irgendwas hintut, dass man durchgucken kann, aber vielleicht nicht rüberspringen kann. Weil das ist suboptimal. So. Was haben wir hier hinten? Irgendwas versteckt vielleicht? Wache von Baldur's Gate. Ansprechen können wir euch nicht. Kann man hier irgendwo vielleicht hineingehen? Nö, ich glaube nicht. Gut. Gehen wir mal in das Schloss. Oder das Mausoleum. Oder die Krypta. So, hier ist noch jemand. Ein paar Felsen. Ein Teufel? Wir können mit einem Teufel sprechen, der uns dazu überreden möchte, doch nicht reinzugehen oder ihn in Ruhe zu lassen, oder... Na, wir werden gleich sehen. Ich will hier einmal noch rumlaufen. So. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Niemand, ich will mich hier nur umsehen. Stimmt, genau das habe ich ja getan, ne? Ich wollte mich hier eigentlich nur umsehen. Na gut. Genug des Gerede. Ich bin hier, um euch und eure Rasse zu töten. Ha, das will ich sehen. Wir sind eindeutig in der Überzahl. Ihr werdet es niemals schaffen, uns alle zu bezwingen. Tja, dann gehe ich halt wieder. Ich werde einen nach dem anderen töten und mit euch fange ich an. Tötet Teufel. Ich weiß nicht, hätte man da gleich einen kleinen Kampf draus machen können?
Weil wenn es ja so steht, tötet Teufel, dass man gleich so einen kleinen Kampf draus macht. Na gut. Wir laden, 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 laden. Ah, es geht voran. So, okay, ein Dungeon. Ah, da sehe ich schon die ersten Teufel. Teufelchen. Eschmedei-Teufelchen, okay. Na gut, kommt mal her. So, die waren für mich gar kein Problem. Na gut. Aber ist ja auch der Anfang, ne? Teufelchen. So. Gebrandmarkter Fanatiker. Höllenhexenmeister. So, na, dann mal los. Schwupp. Au! Das war ja gemein. Voll reingefallen. Okay. Nicht schlecht gemacht. Das gefällt mir mit der Falle. Man denkt so, ja, Attacke, zack. Erstmal eine Falle. Okay. Au. Ich fixiert? So fixiert. Nein, ich möchte hier nicht sterben, bitte. Hallo. Oh, alter Schwede. Ist das so beabsichtigt, dass das einen fixiert? Und dass dann die kommen und auf einen draufprügeln? Weil ich war jetzt lange fixiert. Das fand ich schon heftig. Und ich komme nicht ran an die Falle, um sie zu entschärfen. Hier steht außer Sicht. Eigentlich müsste ich sie als Dieb ja entschärfen können. Ist schon eine Gemeinheit. Na gut, dann bin ich auch gemein jetzt. Was habt ihr davon? Okay, die nächsten Gegner. Okay, auf geht's. Au, ich brenne, ich brenne. Ich will kurz mal was ändern an meinen Kräften. Und zwar da, Pfad der Klinge. Ich habe übrigens die ganzen Menüs ein kleines bisschen vergrößert, damit für die, die es dann interessant finden, mal zu gucken, welche Kräfte ich benutze und so weiter, auch das Ganze besser sehen können. Ah, ein Behemoth. Und das Ganze hier, in diesen beengten Räumlichkeiten. Nett, nett, nett. Oder auch nicht nett. So, dann machen wir das mal so. Ja, das dachte ich mir schon. Dass der gleich einen Flächeneffekt macht. Das macht die ganze Sache für mich natürlich schwieriger. Ich bin ja auf Stealth angewiesen. Randalierender Wahnsinn.
Trank können wir gleich trinken, wieso nicht? Uppala. Okay, wieder eine fiese Falle. Die kann ich aber entschärfen diesmal. Also Ice Game Freak, ich finde es sehr gut, wie Fallen und Gegner kombiniert sind. Dass vor den Gegnern quasi immer so eine kleine Falle ist, auf die man dann überhaupt nicht achtet. Weil man sich auf die Gegner konzentriert. Ne? Ich würde aber vielleicht... Na gut, vielleicht kommt das ja noch. Ne? Ich dachte so, vielleicht so hier kleine Nischen einbauen, wo auch nochmal Gegner versteckt sind, die dann so quasi um die Ecke gestürmt kommen. Da hinten ist schon der nächste Behemoth. Eine kleine Idee hätte ich auch für diesen Gang. Vielleicht könnte man ja so zwei Gänge draus machen oder drei, dass man sich quasi den Weg aussuchen kann. Und einer ist dann mit ganz vielen Fallen und einer ist mit ganz vielen Gegnern und einer ist mit Fallen und Gegnern. Dass das nicht so linear ist, dass man praktisch einen so einen Schlangengang lang geht. Sondern dass man so ein bisschen Variation hat. So, die brauche ich ja normalerweise nicht. Kann ich alle nehmen.